kennen mit ihren vier Ponys. Das sind Valentino La Vida mit Leonie Böttcher, Kato mit Ida Reich, Mr. Peabody und Nathalie Stoiber und Chicago Hope und Tomke Kahlen. Janche Gerdes Führup hat auch in diesem Jahr wieder die Mannschaftsführung übernommen. Und wir freuen uns jetzt auf den Auftritt dieser Acht im Viereck, die Turniergemeinschaft Bad Zwischenahn. We'll be right back.
sie Oldenburg. Und da steht die Tourneegemeinschaft Bad Zwischenahn. Ja, ich glaube, ich brauchte nicht in Fluchtrichtung parken. Euer Kommentar hier jetzt zur A-Note möchte ich einmal vorausschicken. Hier haben wir so im Grunde noch gar nicht angesprochen, aber möchten einmal lobend erwähnen, euren Grundsitz, den ihr heute gezeigt habt. Gehört auch alles mit dazu. Sehr geschmeidig, sehr feinfühlige Hilfengebung von allen Vieren. Geschmeidig, Sitzlinien war alles sehr schön zu erkennen. Das sollte man ruhig auch mal einmal bei so einer Darbietung auch erwähnen. Fließt natürlich auch in die Bewertung mit ein. Und wenn man dann auch sicher und gut zu Pferde sitzt, dann kann man auch sein Pferd durchlässig darstellen. Das ist euch allen Vieren gelungen. Und zwar auch, wo die dann so paarweise oder alle vier zusammen waren, dann blieben die Pferde sehr, sehr, sehr gehorsam in einer sicheren Anlehnung und geschmeidig und gehorsam und durchlässig vor allen Dingen. So, dass das für uns bei der A-Note zu einer 8,5 führte. Ja, die B-Note, die künstlerische Darbietung fanden wir wirklich, ich will das mal mit einem Satz sagen, eine Kür wie aus einem Guss geritten. Hat uns wirklich sehr überzeugt. Und sehr überzeugt heißt in eine Wertnote gekleidet 8,8. 17,3 als Endnote. Dankeschön. Bevor ihr geht, meine Damen und Herren, es ist wieder die Führung, 17,3. Jantje, wenn ich mich recht erinnere, im letzten Jahr habt ihr gewonnen, aber mit einer anderen Mannschaft, oder? Das waren die Großpferde, genau. Das bedeutet, ihr habt zwei Mannschaften auf diesem Niveau und da seid ihr auch als Siegerführerin des letzten Jahres ein ganz großes Kompliment ausgesprochen. Natürlich euch achten im Viereck. Herzlichen Glückwunsch zur Führung. 17,3. Und das Schöne ist, meine Damen und Herren, wir haben noch vier Mannschaften. Und auch die vier, die sich gerade vorbereiten, ich glaube, es ist ihre Premiere heute Abend hier. Und wir dürfen uns freuen auf ein Team, das aus Süke kommt. Von dort kommt der Reiterverein Heiligenfelde. Ina Thalmann ist Mannschaftsführerin.